Plenum TV, heute mit heiß diskutierten Themen. Die Energiewende brachte in Bayern viele Protestbewegungen hervor. Betroffene machten mobil gegen Windräder, Stromtrassen, Fracking oder Speicherkraftwerke. Wirtschaftsministerin Aigner nutzte den sogenannten Energiedialog, um die Wogen zu glätten. Doch was hat dieser Dialog gebracht? Das positive Ergebnis des Energiedialogs, der in den letzten 3 Monaten geführt worden ist, war aus meiner Sicht, dass sich anfangs unterschiedliche Bürgerinitiativen, Pro und Contra, unterschiedliche Institutionen, Wissenschaftler gegenübergestanden sind, manchmal fast sogar etwas feindselig, aber im Laufe des Dialogprozesses einen Weg gefunden haben, ihre unterschiedlichen Standpunkte zusammenzubringen, einen Kompromiss auch zu erarbeiten, der nun im Dialogpapier sich wiederfindet. Von daher meine ich, dass dieser einmalige Dialogprozess mit einem Kompromisspapier hervorragend geendet hat. Ja, die Erkenntnisse aus dem Energiedialog rein fachspezifisch, gibt es da keine neuen? Ist es alles nochmal festgestellt worden, so wie nach Fukushima? Natürlich mit kleinen Veränderungen, aber jeder, der das wollte, konnte das mitverfolgen in den letzten 3 Jahren. Also es gibt im Prinzip keinen neuen Erkenntnisgewinn. Dieser Dialog sollte ja auch eher dazu dienen, nehme ich mal an, die Stromtrassengegner und Befürworter irgendwie zusammenzubringen. Das ist definitiv nicht gelungen, sondern Frau Aigner hat jetzt nur klar gemacht, sie schiebt jegliche Verantwortung ab nach Berlin. Unser zweites Thema heute betrifft die geplanten Behördenverlagerungen. Raus aus München in die sogenannte Fläche. Eine interessante Idee, schließlich gibt es auf dem Land viel Platz und auch günstige Mieten. Wir fragten daher nach konkreten Plänen und was man sich dadurch erhoffe. Es gibt konkrete Pläne. Der Finanzminister Söder hat erst in seiner letzten Regierungserklärung hier den Fahrplan im ersten Quartal 2015 festgelegt. Es werden jetzt Gespräche mit allen Ministerien und Behörden geführt, auch mit den Personalvertretungen. Und dann wird genau geschaut, in welchen verschiedenen Schritten verlagert wird. Sind es einzelne Behörden, sind es Behördenerweiterungen oder sind es einfach nur Neuansiedelungen? Und das wird je nach der Bevölkerungsentwicklung in erster Linie in strukturschwachen Gebieten stattfinden. Was wir verlangen als SPD, haben wir den Antrag gestellt, dass wir gerne einen Bericht hätten über die Behördenverlagerung, weil die Bürgermeister warten drauf. Es wird ihnen ja in gewisser Weise eine Karotte vor die Nase gehängt, dass sie unter Umständen eine Behörde bekommen. Es ist völlig intransparent, was da gerade in Bewegung ist, und dieser Bericht wird uns nicht gegeben. Also Herr Söder will sich nicht in die Karten schauen lassen, und das finden wir relativ unerträglich, weil im Parlament, im Landtag ist es üblich, Berichte der Opposition stattzugeben. Soweit für heute die aktuellen Themen und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder zu Plenum TV hier bei InTV.